Hallo, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und zwar kriege ich oft sehr oft die Frage, wie sich denn eigentlich meine Familie, also mein Mann und mein Sohn, ernähren. Und zwar ist es ganz einfach, mein Mann ist meistens vegetarisch, ab und zu ist er auch vegan mit Fleisch, kaufen wir gar nicht ein, Fleisch und Wurst sind bei uns im Haus nie vorhanden. Wenn wir auswärts essen oder bei Familie, Freunden, beim Geburtstag oder irgendwas, da isst er dann auch manchmal Fleisch, aber zu Hause eben nicht. Keine Wursten, kein Fleisch. Früher war das ganz anders, da hat er jeden Tag mit auf die Arbeit seine Wurstbrote genommen und da gab es auch zu Hause öfters Fleisch, aber das ist jetzt seit einem Jahr ungefähr, kaufen wir die Sachen eben gar nicht mehr ein. Ausnahme, wir grillen ein-, zweimal im Sommer und da holt er sich dann nochmal seine Wurst, weil er kann sich einfach mit den veganen Würsten und so weiter nicht anfreunden. Mein Sohn ist zu Hause dann auch vegetarisch. Im Kindergarten allerdings gibt es dann mittags immer Mittagessen bei denen und das ist drei-, viermal die Woche Fleisch. Und das isst er dann eben auch mit. Ich kann es ihm auch nicht verbieten und ich will es ihm nicht verbieten. Er soll selbst entscheiden, was er essen möchte. Und ja, so ist es eben. Und was gibt es noch zu sagen? Ja, so ernährt sich eben mein Sohn und mein Mann. Ich sage da auch nichts. Wir kochen abends oft auch zwei Gerichte. Also mein Mann kocht was. Beziehungsweise ich koche, mein Mann und meinem Sohn was und ich. Und mein Sohn entscheidet sich dann immer, möchte er was von mir oder von meinem Mann mitessen. Und ja, also ganz einfach, mein Mann ist meistens vegetarisch, ab und zu mal Fleisch. Mein Sohn ist bei uns zu Hause immer vegetarisch, bei Freunden, Verwandten, Familie oder im Kindergarten isst er auch manchmal Fleisch. Wurst gibt es aber bei uns zu Hause gar nicht. Ich konnte die beiden leider noch nicht vom Veganismus überzeugen. Ich hoffe, ich schaffe das noch irgendwann, aber ich bin schon stolz darauf, dass das Fleisch bei meinem Mann sehr, sehr viel weniger geworden ist. Die Wurst ganz komplett weggelassen wird. Und er hat auch schon gesagt, er fühlt sich durch das Vegetarische viel besser. Nach dem Essen ist er nicht mehr so müde und so fertig und so. Sondern er fühlt sich auf jeden Fall schon besser. Ich habe ihm gesagt, probier mal vegan, dann geht es dir noch besser. So ein, zwei vegetarische Tage hat er auch ab und zu mal. Da essen wir dann eben zusammen und dann isst er eben das mit, was ich auch esse. Aber ansonsten ist er eben meistens vegetarisch. So, ich hoffe, ich habe damit die Frage beantwortet. Falls ihr noch andere Fragen oder so habt, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare unten. Gebt mir einen Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ciao.